das kleine Gimmick mit den Hüten finde ich so richtig knuffig manchmal. Was sie sich da so einfallen Kannst lassen haben. übrigens auch einen Hutständer bauen, ne? Kannst du deine Hüte draufstellen und Oh, ausstellen. cool. Muss ich demnächst mal machen. Übrigens, wir haben jetzt den dritten Elevator in Reihe. Dreimal. Jawohl. Wir machen ein Kaufhaus auf. Lol, Einrastfunktion. Huch. Ich hab das gehört. Alter, war das laut. Weil ich so oft Shift gedrückt habe. Ja. Ich glaube, es gibt doch einige Leute, die machen mit Absicht Shift-Taste auf eine andere, also diese Ducken-Taste auf eine andere, damit diese Einrastfunktion nicht zwangsläufig zum Tragen kommt. Ja, das nervt dann doch schon So. tierisch. Jetzt kann ich Shift-Taste ohne Ende drücken, jetzt passiert nichts mehr. Man kann es ja einfach ausschalten, wenn man das mal. So, das ist ja nicht das Problem. Aber das war jetzt laut mit einmal. Ja. So, what? Ich habe ja, Das müsste dann eventuell auch bei mir in der Aufnahme zu hören sein sehr später. wahrscheinlich. Mit ziemlicher Sicherheit ist das zu hören. Wenn du das sogar selber gehört hast, dann ist es mit auf der Aufnahme Ja, beschwert euch passiert. bei Chris. Das war ja jetzt nicht so geplant, aber Ach, ich glaube, ich hätte den Chris, weil du Elevator gar nicht durchgesehen. kannst, Junge. Ey, Alles Nullen komm. der Ronny-Familie. Ja. Ey, lass mal. Ich habe einen Kollegen gehabt, mal auf Arbeit früher, der hieß Ronny. Von dem habe ich das erst mit dem Alles Nullen. Ach, du Das kannte ich Heiliger. vorher nicht mal. Er hat sich da voll über sich selber zum Eimer gemacht. Voll der witzig. Ja, gut, muss schon selber mit Humor rangehen, wenn der Ronny heißt, ne? Bedankt euch bei Ronny. Das Frühstück fällt aus. Ja, das ist immer wieder herrlich gewesen. Was ich gerade sagen wollte, ich habe ja jetzt durch Zufall einen anderen YouTuber, sage ich mal, kennengelernt und habe mir jetzt letztes Mal die Videos so ein bisschen angeguckt von ihm und war sogar ein echt geniales Spiel dabei. Ich glaube, da werde ich die nächsten Tage mal abtauchen in das Spiel und mir das mal anschauen. Chris taucht in etwas hinein. Ganz tief. Ja. Ich weiß noch, wie wir bei Paintball waren und einer vom gegnerischen Team brüllt einmal quer übers Feld: Schienenersatzverkehr. Und danach war es aus. Ich musste so derbe lachen, dass ich meine Position verraten habe. Sachen gibt es, du. Ja, das war wirklich nicht schön. Und weh tun Jo. die Kugeln, das kann ich dir sagen. Jo. Also Leute, Naja, ist doch Paintball vorgefeit. für Schmerzfetischisten ist das eindeutig etwas. Kennst du da welche? Ich nicht. Nein, Vicky doch nicht. Wer hat denn hier Vicky gesagt? Ich weiß nicht, mir kam das so vor, als hättest du das gehustet. Aber du hustest mir ja öfters was. Ja, genau. Ich finde den Elevator so geil. Gesicht, ja, schon. What? Was hast du jetzt gesagt? Wieso kann ich denn an den Tank gerade keinen Ruin Node dran setzen? Vielleicht geht das nur von der Seite oder von oben. I don't know. Machen wir das mal anders. Lol. Irgendwie Ein spackt das Minecraft. gerade bei mir. Aber das war nicht so geplant. Nein, das auch nicht. Ein Pop. Gut, dass die Tanks ihre Flüssigkeit behalten, wenn sie runterfallen.
Lol. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz disconnecten. Ja. Oder spackt es bei dir auch rum, oder was? Soll ich das mal probieren? Ich komme mal zu dir, warte. Nö, ich disconnecte jetzt einfach mal ganz Nein, kurz. du. Oh. Liebe Leute, wir vermissen gerade Chris. Bitte helft uns, ihn zu suchen. Ey, guck mal, da steht er schon wieder. Seht ihr den blauen Hund da in der Ecke? Der hilft uns da sicher weiter. Ach, wie diese klassischen Kindersendungen von damals. Okay. Schmeiß mir mal das Ding zu. Ich probiere das mal. Geht doch. Ja, geht doch. Oh. Na, geht doch. Und da bin ich jetzt extra hierher gekommen. Gib mir Lava. Oh. Aha. Ich hab da gleich schon mal was vorbereitet. Tütchen auf, drüber, fertig. So schaut es aus. Ich hasse Werbung. So, Na was toll, haben wir Werbung, jetzt hier? habt ihr es geschafft. Jetzt. Und jetzt kommt Ah. die Werbung. Ja. Glas gehört da rein. Wo ist denn die Cloud? Ach, da ist die Cloud. Wolke. Hindujun! Okay, Pff. das ist jetzt für eine Minderheit. So groß ist die, so klein ist die Minderheit nicht mal, also von daher. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann guckt verdammt noch mal Dragon Ball. Oh ja. Verwenden von eingetragenen Markennamen bei YouTube. Schlechte Idee. Passiert. An dieser Stelle Hypnokröte einfügen. Guck Dragon Genau. Ball, guck Dragon Ball, guck Dragon Warte, warte, Ball. warte, 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 warte. Nee. Dann hören die auf uns zu schauen und schauen nur nach Dragon Ball. Das bringt ja nichts. Na, erstmal Ich kommt die will. unterschwellige Botschaft und dann kommt diese Hypnokröte. Ich glaube, wir sollten wirklich mal diese Hypnokröte einbauen. Aber ich glaube, da kriegen wir definitiv markenschutzrechtliche Probleme. Die Amis lassen sich doch alles patentieren. Bestimmt auch die Hypnokröte. Ist doch so, ach, die verklagen da überall, wo es nur geht. Das sind die Sowieso. Amis. Aber apropos verklagen, weißt du, das ist doch. Bei Amis schon so gang und gäbe, selbst wenn Apple wieder verklagt wird, heißt da inzwischen auch nur noch, ach schon wieder. Ist doch wahr. Das reizt ja gar keinen mehr. Die Sache ist ja die Amis kannst du ja für jeden Scheiß verklagen. Das ist wohl wahr. Muss Zum aber Beispiel, aufpassen. bloß wenn mal ein kleiner Produktionsfehler in der Fußmatte wäre und die steht 2 Millimeter höher und dann stürzt jemand drüber und schlägt sich einen Zahn aus, muss die Firma schadenersatzpflichtig werden. Wie affig ist sowas? Ja, und dann stecken sie so wenig Geld in Qualitätskontrolle. Tja, Pech. Vielleicht nicht mal. Vielleicht hat da einfach nur keiner Bock, da mal kurz drüber zu gucken. Das ist mir wurscht, Oh, ob die das 12 gebraucht haben. Millimeter. Könnte jemand hinfallen? Ist mir egal. Ist jetzt Kotze. Ja, genau. Katzigoreng. Lecker, Katze süß sauer. Ist echt lecker. Kann ich euch noch weiterempfehlen? War Wenn ihr anfangt, Scherz. Katzen zu essen, dann esse ich euch, das schwöre ich euch. Lasst ja meine Katzen in Ruhe. Ich schwöre, Warum doch? deine Ich Katze schwöre. ist ja auch noch nicht reif genug, also. Meine Katze ist gestorben. Die will gar keiner mehr essen. Wenn du wüsstest. Bitte lasst das. Es gibt genug Chinesen, da gibt es doch dieses, wie nennt sich das?
Das 100-jährige Ei, meinst du gerade? Ja, irgend sowas, dieses total vergorene Ei. Oh ja, das ist ja schon schwarz, wenn du das Und schälst. ach, sowas Boah. Widerliches. Und da gibt es die Leute, die dann das wirklich mit Genuss. Yum, 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 lecker Ei. Also so wie ich das gesehen habe, kommt es einem schon allein bei dem Geruch von dem Ding echt hoch. Ach, es gibt Also. wirklich Leute, die schwören da drauf und finden das sowas von Ja. deliziös. Ich weiß nicht. Ganz ehrlich, ich muss dir sagen, es gibt auch so verschiedene Gourmet-Sachen, wo ich einfach sage, das schmeckt doch gar nicht. Das kann gar nicht schmecken. Von wegen Sternekoch, ne? Und dann hast du da so irgendwelchen Gedöns drauf, wo du denkst, boah, da ist mir ja schon beim Zuhören schlecht. Ach Gott, was ist denn das ekelhafteste Essen, was du jemals im Fernsehen sehen durftest? Das ekelhafteste Essen, was ich im Fernsehen glaube, das war bei Galileo mit den Eselspenissen oder so. Ach, wenn du auf Schwänze stehst, dann nimmst du die aber. Aber Ja, essen okay. muss man sie deswegen nicht, glaube Warte ich. mal, was fällt mir jetzt so spontan ein? Wie Also gesagt, diese. spontan kann ich da echt nicht Wie gerade gesagt, nicht weiterhelfen. dieses Ei ist sowas von widerlich. Oder was gibt's auch? Die sammeln den Urin von Jungen, also halt von kleinen Knaben halt. Und die fangen dann wirklich an, dort 20 Stunden das Ei in den Jungpisse zu kochen. Und das finden die dann auch lecker. Also die haben es mit ihren Eiern dort. Definitiv. Das habe ich jetzt noch nicht so gehört, aber gut, jedem das seine, sage ich immer, aber. Da gibt es wirklich einen Typen, der geht an den Schulen so hin und geht dort zum Beispiel in die sanitären Anlagen und stellt dort Bottiche auf und statt die Jungen dort auf Toilette zu gehen haben, sollen die doch lieber bitte in diese Bottiche pinkeln. Das machen die ja dann auch. Und er nimmt das mal ganz großzügig mit. Dem echt Es komische ist vor. dezent ekelhaft. Ich find's Auch nur irgendwie. dezent. Ich find's irgendwie ein bisschen. Ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob da sich Pädophile vielleicht noch mit angesprochen fühlen. Knabenpisse. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so auswerten, weil dafür habe ich gar keinen Platz in unserer Aufnahme. Tut mir leid, Leute, dass ich euch mit so einem Schmarrn belasten muss. Du hast wieder einfach viel zu viel Zeit gehabt in letzter Zeit, sowas rauszufinden, oder? Du weißt nur nicht, was ich alles weiß. Ich merke das schon. Also Meister des unnützen Wissens, also, da bin ich ja schon echt nah dran, oder? Lass das mal Ja, wie war Galileo. eigentlich gestern dein Godzilla-Abend? Ach, der war schick. Der war schick. Mal die Klassiker angeguckt. Den ersten Film unter anderem von 1954. Ah, okay. Und da sieht man ja noch wirklich, die haben ja zum Teil Szenen genommen in dem Film, wo nicht dieser Schauspieler in diesem klassischen Godzilla-Kostüm steckt, sondern die haben in manchen Filmaufnahmen einfach eine Handpuppe genommen. Ganz profan. Wenn's geht. Handpuppe in Großaufnahme. Läuft. Genau. Funktioniert. So. Wie lange So, sind für die damalige Technik, warum nicht? wir? Ja, War ne? gar nicht so übel. Es So, war ich nicht bin mit der schlecht. Ebene hier oben erstmal fertig. Jetzt brauchen wir da noch Erde drauf. Weil wenn man es jetzt mal ganz streng nehmen möchte. 1954, 9 Jahre nach Ersten Weltkrieg. Ja. Das ist schon für die damalige Zeit schon gut an Technik, ne? Ja, klar. Man muss vor allem auch so einfallsreich sein. Muss man da ja mal zugeben, echt. Hast du mich gerade vernommen oder was machst du jetzt eigentlich gerade Interessantes?
Ich habe soeben Ah, das Feld ein. erstmal gemacht. Genau, das Feld erstmal ein bisschen Wie viel erweitert. Erde haben wir denn da jetzt? Insgesamt.